Ja, viele haben ja immer so ein bisschen Panik vor Textaufgaben. Ich sage dann immer, könnt ihr ganz easy rangehen, ein bisschen vorstellen, ein bisschen aufzeichnen. Ich meine, man kann nicht immer alles aufzeichnen, wie zum Beispiel hier, eine Wasserflasche soll 3/4 Liter fassen und es geht um 30 Flaschen insgesamt, die bis zur Hälfte gefüllt werden. Und die Frage dann, wie viel Liter haben wir dann? Dann müsst ihr nicht 30 Flaschen aufzeichnen, aber wenn ihr euch zum Beispiel sagt, ihr habt jetzt eine, naja, ist eine komische Flasche, aber es soll jetzt eine Flasche sein. Und wir haben insgesamt, hätten wir 3/4 Liter und es geht nur um die Hälfte, dann wird einem klar, okay, von 3/4 brauchen wir nur die Hälfte. Da könnt ihr jetzt entweder sagen, ich teile durch 2 oder ich sage, ich nehme die 3/4 mal 1/2 oder mal 0,5 mal die Hälfte, weil ich ja nur das pro Flasche haben möchte. Hier greifen Vokabeln wie Bruch geteilt durch 2 kann ich ja zu 2/1 machen. Bruch geteilt durch Bruch ist, ich multipliziere mit dem unteren Bruch da den Kehrwert, also 1/2 kommt auf das Gleiche hinaus. Hier ist multiplizieren jetzt, das wäre 3/8. Also ist jede Flasche zu oder hat jede Flasche den Inhalt 3/8 Liter. Insgesamt 30 Stück, die dann nebeneinander stehen, jeweils mit 3/8. Also man könnte zum Beispiel jetzt auch hergehen und 3/8 plus 3/8 plus 3/8 und das Ganze 30 Mal machen. Aber einfacher ist es ja zu sagen, ich habe 30 mal die 3/8. Und hier kann man dann auch wieder Vokabeln auspacken. Ich multipliziere, viele machen den Fehler und multiplizieren Zähler und Nenner mit 30. Nochmal Achtung. Das wären 30/1, also kann ich Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner rechnen. Wer Kürzen schon gemacht hat, könnte jetzt auch kürzen. Das überlasse ich dann euch. Wenn ich es mal erstmal ganz entspannt mache, oben 30 mal 30, 30 mal 3 wären 90, geteilt durch unten 1 mal 8 sind 8. Und dann gucke ich, was passt oben und unten für eine Zahl rein. Beide sind gerade. Hier haben wir eine 0 am Ende. Eine 8 ist eine gerade Zahl. Ich kann also mit 2 kürzen, zum Beispiel die 2 jetzt unten hinschreiben. Ich kürze also oben durch 2, unten durch 2, 45 und unten dann entsprechend 4. Und dann könnt ihr noch gucken, kann ich nochmal eventuell kürzen oder kann ich es anders hinschreiben? 45/4 ist ja ein unechter Bruch. Also kann ich da jetzt Folgendes draus machen? Wie oft passt die 4 in die 45? Das wären 11 Mal, denn 11 mal die 4 ist ja 44. Bleibt noch bis zur 45 einer übrig. Also 11 1/4, das ist umwandeln. Da kann man in der Playlist Bruchrechnung, Brüche nochmal nachschauen. Und dann hat man insgesamt das komplette Volumen, Wasservolumen, was man angeben sollte oder wie viel Liter insgesamt jetzt da eingeschüttet werden. Also das wäre so eine Reise gewesen von Textaufgabe, vorstellen, bisschen zeichnen, welche Vokabeln greifen, wie kann ich rechnen, wie kann ich das Rechnen vereinfachen. Ja, paar Aufgaben davon und alles wird easy.